Herzlich willkommen bei Fokus Jerusalem, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Israel ist ein verhältnismäßig kleiner Staat im Nahen Osten, doch er fällt immer wieder durch große Leistungen auf. Was Kunst und Kultur sowie Forschung und Technik angeht, zählt der jüdische Staat zu den Großen dieser Welt. Israel ist zudem das Land der Bibel und das macht es einzigartig. Wir stellen Ihnen heute Menschen und Projekte vor, die beispielhaft für diese Einzigartigkeit Israels stehen. Matti Kaspi, ein weltbekannter Musiker, bleibt bescheiden. Meerwasserentsalzung Sorek, die größte Anlage der Welt, sorgt für Trinkwasser. Die Frau für den Sohn, Johannes Gerloff, beleuchtet das Leben von Erzvater Abraham. Am Anfang der heutigen Sendung stehen aber wie gewohnt die wichtigsten aktuellen Meldungen. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der israelische Wirtschaftsminister Naftali Bennett hat gefordert, sämtliche Kontakte zu einer palästinensischen Einheitsregierung abzubrechen, an der die radikal-islamische Hamas beteiligt ist. Zudem sollten alle mit der palästinensischen Autonomiebehörde unterzeichneten Abkommen rückgängig gemacht werden. Kürzlich hatten sich die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas und die Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Abbas nach 10 Jahren Streit offiziell versöhnt. Im Süden Israels sind 2 Raketen eingeschlagen. Sie wurden von der ägyptischen Sinai-Halbinsel aus abgefeuert, vermutlich von einer Terrorgruppe, die mit dem Islamischen Staat verbündet ist. Nach Auskunft der israelischen Armee gab es keine Verletzten oder nennenswerte Schäden. Terrorgruppen schießen immer wieder Raketen auf israelisches Gebiet, wohl um Stärke zu zeigen und dies für ihre Propaganda auszunutzen. Der Staat Israel würdigt das jüdische Spionagenetzwerk Nili. Bei der jüngsten Kabinettssitzung erinnerte Ministerpräsident Netanyahu an den Einsatz von Sarah Aronson, die das geheime Netzwerk zusammen mit ihrem Bruder Aaron gegründet hatte. Die Nili-Mitglieder halfen den Briten während des Ersten Weltkriegs, die Ottomanen aus Palästina zu vertreiben und gelten als israelische Helden. Die Regierung will in den nächsten 2 Jahren 10 Millionen Schekel bereitstellen, umgerechnet fast 2,5 Millionen Euro. Damit wird das Nili-Museum in Zichron Yaakov modernisiert. Von dort aus hatte die Untergrundtruppe agiert. 60.000 Teilnehmer aus aller Welt haben beim jährlichen Jerusalem-Marsch ihre Unterstützung für den Staat Israel ausgedrückt. Darunter waren zahlreiche Christen sowie Soldaten, Polizisten und ganze Belegschaften von Unternehmen. Viele Teilnehmer schwenkten Israel-Flaggen und feierten gleichzeitig ihr Heimatland. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto 50 Jahre nach dem Sechstagekrieg. Nach Polizeiangaben gab es bei dem 3 Kilometer langen Zug durch Jerusalem keine Zwischenfälle. Geißbrassen sind eigentlich harmlos. Die kleinen Fische ernähren sich von Muscheln, Krebsen und Würmern. Doch in diesem Sommer sind bereits mehrere Schwimmer, die im Meer vor der Küste Tel Avivs planschten, von Geißbrassen gebissen worden. Die Verletzungen würden bluten und seien schmerzhaft, berichteten die Opfer in den sozialen Medien. Nach Angaben von Wissenschaftlern könnte das aggressive Verhalten der Fische eine Folge des Klimawandels sein. Das Mittelmeer hat sich in den vergangenen 30 Jahren um 3 Grad erwärmt. Wir kommen zum Wetter. Die ersten Schauer sind vorbei. Nun ist es in Jerusalem wieder heiter bei Temperaturen um 25 Grad. Am Mittelmeer werden bei strahlendem Sonnenschein sogar 28 Grad erreicht. Das waren die Nachrichten für diese Woche. Tagesaktuelle News finden Sie auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut. Fast jeder Israeli kennt Matti Kaspi. Mit seiner Mischung aus Klassik, Jazz und Rock hat der Musiker und Komponist weltweit Erfolg. Unzählige Hits stammen aus der Feder des heute 67-Jährigen. Und er hat noch viel vor, wie er im Interview mit Fokus Jerusalem verraten hat. זו ילדותי
Knie, Masche die Knie, Lie Kach, Suja du die Aschnia, Etach. I fell in love playing alone. Ich liebe es, allein zu spielen. Das liegt daran, dass ich zu Beginn kein Geld hatte, um im Studio Lieder aufzunehmen. Deshalb habe ich alleine gespielt und mir alles alleine beigebracht. Später, als ich die Möglichkeit hatte, mit anderen Musikern zu spielen, mochte ich es trotzdem mehr, allein Musik zu machen. Heutzutage kombiniere ich beides, alleine zu musizieren und mit anderen. Bescheidene Worte von einem Mann, der weltweit als Komponist und Musiker berühmt ist. Matti Kaspi ist in Israel und darüber hinaus ein Star. Musik war schon immer seine Leidenschaft. Die Liebe zum Gesang kam dagegen erst später. Als ich 17 war, dachte ich darüber nach, zur Armee zu gehen. Innerhalb der Armee bin ich dann in einer Gesangsgruppe beigetreten und habe angefangen zu singen. Aber damals war mir gar nicht klar, dass ich singen konnte. Ich war einfach Musiker. Menschen aller Generationen in Israel kennen den Namen Matti Kaspi. Diese Berühmtheit ist für den ruhigen Musiker eher eine Belastung. Er bleibt lieber im Hintergrund, entgegen der Einstellung seiner israelischen Landsleute. Obwohl ich Israeli bin, habe ich manchmal das Gefühl, ich passe nicht hierher. Ich meine, bezüglich der Mentalität. Ich schreie nicht gerne und ich mag Ordnung. Ich stehe auch lieber in der Schlange an und ich bin leise, anstatt mich vorzudrängen und zu sagen, ich habe nur kurz eine Frage, so wie alle Israelis. Fünfzig Jahre ist der Komponist bereits tätig. Zum Jahrestag erweist ihm die israelische Regierung eine große Ehre. In allen Schulen in Israel haben sie Projekte gestartet mit meiner Musik. Sie haben Bilder gemalt, passend zu einem Liedtitel, oder plastische Arbeiten, oder sie singen und musizieren zu den Stücken. Dann werde ich an verschiedene Schulen eingeladen, höre den Kreationen zu und genieße einfach. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Knapp 1000 Lieder, 20 Soloalben und über 60 Alben für andere Künstler hat Matti Kaspi bereits veröffentlicht. Ans Aufhören denkt er noch längst nicht. Und so mache ich immer weiter. Ich habe gerade eine neue Platte fertiggestellt mit neuen Liedern und ich plane gerade eine neue Tournee. Außerdem habe ich Pläne, durch die Welt zu touren und Musik für andere Musiker zu schreiben oder für Theaterstücke und Filme. Und daneben esse ich und trinke und schlafe, wisst ihr? Wie jeder andere auch. Eat and drink and sleep, you know, like everybody else. Matti Kaspi, ein Weltstar, der die Menschen mit seiner Musik in den Bann zieht und doch bescheidener kaum sein könnte. Wie schafft es Israel, seine Bewohner mit Wasser zu versorgen, obwohl es monatelang nicht regnet? Die Dürreperioden der vergangenen Jahre hat Israel überstanden, ohne einen Wassernotstand ausrufen zu müssen. Wichtigster Trinkwasserspeicher ist der See Genezareth, dessen Pegel zeitweise besorgniserregend tief gesunken ist. Dennoch können die Israelis duschen, ihre Felder bewässern und große Industrieanlagen betreiben, die viel Wasser benötigen. Das ist möglich, weil riesige Meerwasserentsalzungsanlagen die Grundversorgung sicherstellen. Wir haben die größte und bekannteste dieser Anlagen besucht. Wir
Mit einer Gesamtkapazität von 624.000 Kubikmetern pro Tag ist Sorek die größte Meerentsalzungsanlage der Welt. Die südlich von Tel Aviv gelegene Anlage trägt damit ganz wesentlich zur Lösung der Dürreprobleme des Heiligen Landes bei. Zu Beginn des Jahrtausends hatte Israel nach einer jahrelangen Trockenheit eine riesige Versorgungslücke bei Frischwasser. Die Krise erreichte 2008 ihren Höhepunkt. Die Pegel der israelischen Wasserspeicher, allen voran der See Genezareth im Norden, sanken bedrohlich. Der Jordan plätscherte als kleiner Bach vor sich hin. Wasser wurde rationiert und ein Masterplan für die gesamte Wasserwirtschaft erstellt. Das Land investierte in Meerwasserentsalzungsanlagen. Heute stammen mehr als 80% des Trinkwassers in Israel aus dem Mittelmeer. Von den weltweit 12 größten Meerwasserentsalzungsanlagen stehen gleich 5 in Israel. Die Anlage Sorek wurde 2013 eröffnet. Eine internationale Besuchergruppe wird gerade über das weitläufige Gelände geführt. Das Interesse an der Technologie ist groß. Sorek kann mehr als 2 Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgen. 7 Pumpen entnehmen dem Meer in großer Tiefe jede Stunde 54.000 Kubikmeter Wasser. Es wird durch fast 1.400 Meter lange Pipelines zur Anlage befördert. An Land fließt es dann in einer Tiefe von 15 Metern weiter. Das von Algen und Meerestieren gereinigte Wasser durchläuft eine Reihe von Filtern und Aufbereitungsanlagen. Zur Anwendung kommt dabei das Verfahren der Umkehrplasmose. Das Meerwasser wird unter hohem Druck durch unzählige Kunststoffmembranen gepresst, bis das Salz und das Wasser schließlich voneinander getrennt sind. Die winzigen Wassermoleküle gleiten durch die Filter, die größeren Salzmoleküle nicht. Nach rund 90 Minuten kann das Wasser dann zu den Wasserhähnen von Tel Aviv gepumpt werden. Pro Stunde produziert die Anlage 26 Millionen Liter Wasser. Mehr als genug, um die ganze Metropolregion zu versorgen. Der Vorteil dieser Art der Wasseraufbereitung besteht darin, dass Meerwasser unbegrenzt zur Verfügung steht. Der Nachteil ist der hohe Strombedarf der Anlage. Ein ungelöstes Problem ist indes das überschüssige Salz. Die Industrie sucht noch nach einer optimalen Entsorgung oder Weiterverwendung. Derzeit wird die Salzlage über Pipelines 2 Kilometer vor der Küste in 20 Metern Tiefe wieder ins Wasser zurückgepumpt. Bis 2020, so die derzeitige Planung der Regierung, soll das gesamte Trinkwasser Israels aus Entsalzungsanlagen kommen. Israels Wassertechnologien könnten ein Vorbild für andere Länder sein. Allerdings sind sie teuer. Die Meerwasserentsalzungsanlage in Sorek hat mehr als 550 Millionen Euro gekostet. Fokus Jerusalem ist mehr als eine Fernsehsendung. Wir sind auch im Internet und in sozialen Medien aktiv. Dort erreichen wir viele junge Menschen, denen wir Israel nahebringen möchten. Außerdem gilt es, sie mit guten Argumenten zu versorgen, damit sie Antisemitismus und Hassparolen entgegentreten können. Besuchen Sie Fokus Jerusalem im Internet und kommen Sie mit uns in Kontakt. Auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv finden Sie täglich aktuelle Nachrichten aus dem Heiligen Land. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand, was Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angeht. Außerdem erfahren Sie dort Hintergründe über die Macher von Fokus Jerusalem. Kommen Sie auf Facebook mit uns ins Gespräch. Unter dem Stichwort Fokus Jerusalem können Sie sich mit anderen Usern austauschen. Schreiben Sie uns doch eine Nachricht. Wir freuen uns sehr über Feedback, denn wir möchten wissen, was unsere Zuschauer bewegt. Eine Sendung verpasst? Kein Problem. Auf unserem Fokus Jerusalem-Kanal bei YouTube gibt es alles. News, Johannes Gerloffs biblische Impulse oder ganze Sendungen können Sie dort zu jeder Tageszeit nachschauen. Wir sind auch auf Twitter vertreten. Unter dem Stichwort Fokus Jerusalem werden Sie immer sofort über Neuigkeiten aus dem Heiligen Land informiert.
Fokus Jerusalem auf Facebook, YouTube und Twitter. Schauen Sie doch mal rein, wir freuen uns. Seit mehr als einem Jahr ist Johannes Gerloff nun schon mit uns auf den Spuren von Erzvater Abraham durch das Heilige Land unterwegs. Allmählich geht diese Reise nun zu Ende. Heute nimmt uns der Jerusalemer Theologe und Journalist noch einmal mit in die Wüste Negev. Abraham hat einen Wunsch. Er lässt nach einer Frau für seinen Sohn Isaak suchen. Eine Geschichte, die wichtige biblische Prinzipien deutlich macht. Wir sind im ersten Buch Mose im Kapitel 24. Es ist eines der längsten Kapitel der Tora, das längste Kapitel im ersten Buch Mose. Und ich möchte Ihnen Mut dazu machen, das selbst einmal zu lesen. Es ist ein ganz bewegendes Kapitel. Abraham sendet seinen Knecht, dem er großes Vertrauen entgegenbringt, um für den Isaak, seinen Sohn, eine Frau zu finden. Wenn Sie glauben, dass der Knecht Eliezer geheißen hat, dann ist das ein Anzeichen, dass Sie von jüdischer Tradition beeinflusst sind. In der Bibel steht das nirgends, dass er Eliezer geheißen hat. Das steht im Talmud. Aber nehmen wir einmal an, der Talmud hat recht. Also Abraham lässt den Knecht zu sich kommen und lässt ihn schwören, dass er kein Mädchen für den Isaak nimmt von den Töchtern der Kanaaniter. Da haben jetzt natürlich viele Leute gleich rassistische Gedanken, aber das war nicht der Grund, denn später gab es einige Mischehen zwischen Israeliten und Kanaanitern. Es war auch nicht die Frage, dass die Kanaaniter Götzenanbeter waren, denn die Familie von Abraham, wo er seinen Knecht hinschickt ins Zweistromland, waren auch Götzenanbeter. Es war ganz offensichtlich ein entscheidender Grund, dass hier unter der Bevölkerung im Land Kanaan ganz schlimme moralische Dinge passierten. Also, dass sie ihre eigenen Kinder geopfert haben, dass sie ihre eigenen Frauen den Fruchtbarkeitskulten hingegeben haben. Und das wollte Abraham nicht in seine Familie hineinbringen. Abraham war hier in der Gegend. Wir sind hier ganz am Norden vom Negev, im Übergang zu den Hebronbergen, nicht weit von Hebron. Hier unten beginnt der Negev, die Negev-Wüste. Abraham hat in Beersheba gewohnt und er schickt jetzt seinen Knecht los ins Zweistromland, nach Mesopotamien. Und lesen Sie die Geschichte einmal nach, wie der Knecht dann loszieht, wie er sich vorbereitet, bis er dann dorthin kommt und sich an einem Brunnen niederlässt. Vielleicht hat es so ähnlich wie hier ausgesehen. Der ganze Nahe Osten, die ganze Levante unterscheidet sich nicht groß in diesen Wüstengebieten. Und dann sagt er, dann betet dieser Knecht, Herr, lass doch einen Zufall geschehen. Nimm du die Sache jetzt in deine Hände und bring mir das rechte Mädchen. Wobei er dort an diesem Brunnen in der Stadt Nahors heißt es, an diesem Brunnen stellt er diese potenzielle Frau für den Isaak gleich von vornherein vor eine Prüfung. Er sagt, wenn das Mädchen in den Brunnen hinuntergeht und sie kommt dann hoch mit ihrem Krug, das waren schwere Krüge, und ich komme dann zu ihr und bitte sie, mir etwas zu trinken zu geben, dann lass sie doch sagen, ich gebe auch deinen Kamelen zu trinken. Jetzt sind wir hier in einem Klima, das sehr heiß, sehr trocken ist. Kamele können hier tagelang, wochenlang ohne Wasser auskommen. Aber wenn sie dann trinken, dann trinken sie sehr viel. Das heißt, diesem Mädchen wurde hier sehr viel abverlangt an Gastfreundschaft. Und wenn die Rebekka, die dann kommt, die sehr schön ist, das wird hier ausdrücklich betont, wenn die dann sagt, ich schöpfe auch noch für deine Kamele, da hatte sie 10 von diesen Gesellen vor sich und sie hat gesagt, für diese Tiere mit dem unlöschbaren Durst, ich trage das ganze Wasser hoch.
Es heißt dann, der Mann staunte sie an. Der hat einfach nur gestaunt und zugeguckt und er hat geschwiegen und hat wohl gewartet, ob ihr die Luft ausgeht. Er wollte einfach wissen, ist das tatsächlich dieses Zeichen, das Gott mir gibt, ja oder nein? Und Eliezer, der Knecht, begegnet dieser Familie mit sehr viel Sensibilität, mit sehr viel Weisheit. Was für mich interessant ist, was ich noch einmal betonen möchte, ist, dass hier der Vater und der Sohn offensichtlich dem Knecht so viel Vertrauen entgegenbringen. Der Isaak war 40 Jahre alt und trotzdem nimmt er den Vater, wenn es um die Eheschließung geht, mit hinein. Und dann erzählt uns die Geschichte, dass der Laban, der Bruder von der Rebekka, überhaupt nicht damit einverstanden war, sie so schnell gehen zu lassen. Und vor allem die Mutter wollte sie nicht so schnell gehen lassen. Aber der Knecht sagt, nein, wir wollen schnell gehen. Und dann wird das Mädchen gefragt. Auch das ist ein biblischer Maßstab, eine biblische Richtlinie, dass die Familie mitbestimmt, aber den entscheidenden Punkt, den macht dann dieses Mädchen, die sagt, doch, ich gehe. Ich sehe das als Führung Gottes an. Und noch etwas möchte ich zum Abschluss hier sagen. Nämlich, es ist die Reihenfolge. Da war nicht viel Liebe da, sondern der Isaak, der dann hier im Negev seine Frau zum ersten Mal sieht, der nimmt sie dann, gibt ihr das Zelt von der Sarah und dann heißt es, und er nahm sie zur Frau und dann gewann er sie lieb. Ich denke, dass wir so etwas auch als einen Mutmacher sehen sollen für unsere Ehen, wo manchmal nichts mehr da ist, aber wo uns die Bibel sagt, doch, das gibt es, dass man eine Frau bekommt, die einem Gott bestimmt, und dann kann Liebe wachsen. Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung in den vergangenen Wochen und Monaten. Ihre Spenden haben uns ermutigt, Fokus Jerusalem fortzuführen. Wir meinen, dass ein Fernsehmagazin dringend nötig ist, das sachlich und aus einer möglichst ausgewogenen Perspektive heraus über Israel berichtet. Hier unser Spendenkonto. Medienförderung Shalom Israel e.V. IBAN DE 36 6605 0101 01 08 237553. Möge der Allmächtige Sie segnen für alle Ihre Gaben und Gebete. Wir danken allen, die für diese Sendung beten, damit wir die richtigen Themen finden. Danke, dass Sie auch für die Bewahrung unserer Mitarbeiter beten, die viele tausend Kilometer im Land unterwegs sind und auch jene Orte aufsuchen, die als gefährlich gelten. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne unter der Telefonnummer 0800 7243 240 entgegen. Unsere Hotline ist von Deutschland aus kostenlos erreichbar und steht Ihnen auch am Wochenende zur Verfügung. 27 Grad, das ist die durchschnittliche Wassertemperatur des Mittelmeers an den israelischen Stränden im Oktober. Erst Ende des Monats geht die Badesaison offiziell zu Ende. Wir haben deshalb noch Aufnahmen vom Strand in Herzliya für Sie. Damit verabschieden wir uns bis zur kommenden Woche. Da sind wir dann zur selben Zeit wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Bis dahin. Shalom.
Und nächste Woche sehen Sie bei Fokus Jerusalem Bata'a, die absurde Teilung eines Dorfes. Kriegsveteran Uri Drumi, Erinnerungen eines Militärpiloten. Johannes Gerloffs biblischer Impuls, Abschied von Abraham.